Hallo miteinander, willkommen bei meinem zweiten YouTube-Video, wo es um das Thema Knackpunkt geht. Ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen, ihr seid etwas inspiriert worden. Heute geht es weiter im Text. Wir schauen noch mal ein paar neue Übungen an, wie ihr schnell einen super schönen Knackpunkt bekommt. Und ich würde sagen, wir starten. So, wir starten gerade mit unserer ersten Übung. Wie gesagt, Schwerpunkt ist heute auf dem Gesäß. Wir gehen in einen Ausfallschritt. Gehen dann tief. Schauen, dass das vordere Knie nicht vorne kommt, sondern schön gerade bleibt. Hinten gehen wir runter, nicht ganz runter. Und beim Aufkommen ziehen wir das Bein hoch und gehen dann langsam wieder runter. Und so machen wir 10 Wiederholungen. Wenn wir 10 wiederholt haben, können wir das Bein gerade noch wechseln. Und wir machen das Gleiche 10-mal auf die andere Seite. Für die zweite Übung bleiben wir gerade in der gleichen Position. Wir wechseln aber wieder das Bein, damit das andere Bein belastet wird. Wir gehen wieder in einen weiten Ausfallschritt. Gehen tief, wieder schauen, dass wir nicht ganz runterkommen mit dem Knie. Beim Aufkommen überkreuzen wir das Bein, stellen es ab, gehen nochmal tief, kommen zurück und wieder normalen Ausfallschritt. Auch das wiederholen wir 10-mal und dann wechseln wir das Bein. Uns ist wichtig, es kommt nicht darauf an, wie viele Wiederholungen wir machen. Fangen mit weniger Wiederholungen an, dass ihr schön motiviert bleibt, aber fangen einfach an. Startet heute, nicht morgen, weil heute ist wichtig. Dann werdet ihr auch schnell schöne Resultate sehen und Freude daran haben. Wenn euch das YouTube-Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal oder schaut mal auf unserer Webseite vorbei, checkt es ab und abonniert das Workout-Training vom Bauch, Beine, Po. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.